Hallo liebe Freunde meines Kanals, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Tja Leute, ich brauche ein längeres Netzwerkkabel und da habe ich mal in meiner Netzwerkkabelsammlung geguckt und da ist eben eins dabei in 3 Meter Länge. Das ist aber ein gekreuztes und diese Crossover-Kabel, die brauchte man früher nur, wenn man einen Computer mit dem anderen verbunden hat. Damit die beiden miteinander kommunizieren konnten, braucht man nicht mehr. Zumindest ich bin kein Spieler, die Gamer brauchen das, glaube ich. Lange Rede, kurzer Sinn, ich will diesen einen Stecker abschneiden, um dann die Kabel in dem neuen Stecker entsprechend anzulöten. Und die gleiche Vorgehensweise, nämlich Stecker abschneiden, abisolieren und einen neuen Stecker dran, gilt natürlich auch, wenn man sich ein Netzwerkkabel komplett selbst machen will und kann. Oder wenn man einfach ein zu langes ein Stück kürzen will, damit es da nicht so darum baumelt. Dazu habe ich mir schon vor Jahren mal diesen Netzwerkkit gekauft. Da drin ist auch noch ein Kabeltestgerät. Das zeige ich euch zuerst mal. Und zwar steckt man einfach dieses eine Kabelende in das Gerät. Die kann man auch voneinander trennen. Das heißt, ich habe zum Beispiel auch im Keller, wo ich ein Kabel hingelegt habe, gesucht, ob das richtige Kabel ankommt. Da habe ich im Wohnzimmer dieses Ding dran gesteckt und bin runter in den Keller gegangen und habe hier eingeschalten und dann fängt er an und geht hier die Leuchtdioden bzw. die Prüfung der Adern durch. Und hier könnt ihr sehen, dass das wunderbar synchron läuft. Und da kann ich sagen, das Kabel ist in Ordnung. Und wenn wir dann mal zum Vergleich unser gekreuztes nehmen. Also Leute, jeder hat heute ein Netzwerk zu Hause. Um sowas zu überprüfen, muss man so ein Ding haben. Ich habe mal geguckt, das kriegst du von 20 Euro bei Reichelt. Dann habe ich hier für 8,88 Euro bei AliExpress das gesehen. Also diese Kiste mit allem kostet sage und schreibe 8,88 Euro. Also ich weiß nicht, wie man das für 8 Euro herstellen kann. Egal. So, jetzt gucken wir uns mal dieses Crossover-Kabel an. Schalten ein. Und da könnt ihr hier schon sehen, dass die völlig anders belegt sind. Ja? Also daran kann ich auch schon erkennen, dass ich dieses Crossover-Kabel für meinen Zweck gar nicht benutzen kann. Und gucken uns mal an, wie das hier drauf verschaltet ist. Dazu muss ich mal eine Nahaufnahme mit euch machen. So, hier bei meinem zweiten, da kann man sehen, dass man die gleiche Farbanordnung, hier, da ist der rote und da der blaue, die gleiche Farbanordnung hat. Also das ist ein Standard-LAN-Kabel. Und so will ich es wieder haben. Ja, und dann fragst du dich, warum, in welcher Reihenfolge musst du die überhaupt wieder dran machen? Da guck selbst ich lieber erst nochmal nach im World Wide Web. Da schauen wir mal im World Wide Web nach und dann kann man entdecken, hier bei selber machen, ja, dass es von der Reihenfolge der Belegung zwei Standards gibt, nämlich den T568A oder den T568B. Ja, und er entscheidet sich halt in der Reihenfolge der Farben. Hier ist halt der 4 ist blau und der braun ist die 8. Ader. Die orangene, die ist hier getauscht nach da. Ja. Und wenn es ein gedrehtes Kabel ist, also ein sogenanntes Crossover-Kabel, dann geht es mit dem einen Stecker so rein und soll bei dem anderen Stecker so rauskommen. Wenn wir aber ein Standard-LAN-Kabel haben wollen, dann muss
müssen beide Seiten gleich aussehen. Und dann ist es ehrlich gesagt auch unserem Internet scheißegal, ob er über den orangenen oder über den grünen oder über den braunen läuft. Die Farbe ist ja der Elektrik egal. Wir müssen nur da, wo es reingeht, der grün-weiße, der muss auch auf der 1 bei grün-weiß dann rauskommen, wenn ich nach dem Standard 568A das patche. Also bei meinem Stecker, den ich jetzt erneuern will, will ja nicht alle beide neu dran machen, bei meinem Stecker muss ich einfach gucken, welchen ich abschneide und entsprechend schaue ich nach, hier zum Beispiel ist der erste oder der zweite orange, der zweite ist das, der orangene, also ist das hier das Ende nach T568B. Und hier auf der Seite ist der orangene ziemlich weit rechts, nämlich der, dann ist das die 568A. Ja? Das heißt, wenn ich nach 568A verdrahten will, muss ich den abschneiden. Und genauso mache ich es auch. Dann gehe ich einfach her mit einem Seitenschneider und ganz brutal, na, um jeden Zentimeter Kabel auszunutzen, mache ich das schon hier. Und muss natürlich auch noch 5 cm abisolieren. Das machen wir auch gleich. Dieses Abisolieren kannst du hier mit so einem Werkzeug machen, was in dem Set dabei ist. Und das sieht danach aus, dass das hier schön eingelegt wird. Jetzt schneidet auch mein Messer, greift schon ein. Jetzt halte ich das Ding fest und drehe das. Ja. Und dann kann ich das abziehen. Ja? So, jetzt habe ich hier die Aderpaare. Ja? Und wenn man den mal genau anguckt, habe ich ja hier einen blauen, einen braunen, einen orangenen und einen grünen und 4 weiße. Nee, guck sie mal genauer an. Wenn man die nämlich hier so ein bisschen aufdröselt, dann kann man erkennen, dass der Weiße eine weiß-blaue Kennzeichnung hat. Ja? Das heißt, die zwei gehören jedenfalls zusammen. Der orange-weiße verdrillte, dann ist der Weiße auch leicht orange gezeichnet. Und ebenso hier bei dem vermeintlich Weißen beim Braunen. Der hat auch einen braunen Längsstrich drauf. Ja. Und ebenso beim Grünen. Also so entsprechend gehören sie halt zusammen. Ja. Und jetzt geht es darum, wie kriegen wir den Stecker da dran. So, nachdem ich mir das mit der Lupe hier mal ganz genau angeguckt habe, stelle ich fest, dass ganz rechts der braune ist, also nach A- oder B-Standard, dass der dritte von rechts orange ist, das riecht nach Typ A. Ganz links ist der blaue. Ja, also ganz links der blaue, das entspricht schon überhaupt nicht dem Standard, weder A noch B. Also muss ich jetzt rausbekommen, welcher der zweite von rechts ist. Okay, dazu brauchst du ein Multimeter und dann kann ich das Ding als Durchgangsprüfer nutzen. Holen wir uns mal hier so ein schwarzes Kabel. Das geht schon mal. Und dann gehe ich einfach mal an die Ader, die ich vermute, dass sie das auch ist, an dieser, ob der braun-weiß ist, und suche mit der Spitze auf dem zweiten Kontakt das ist der erste. Das ist der zweite. Also genau, der zweite Kontakt ist der weiß-braune.
Also habe ich mir das aufgeschrieben, der muss weiß-braun sein. So, und genau in der Reihenfolge, die ich eben hier mir rausbekommen habe, mit einer Lupe geguckt und dann auch mit einem Durchgangsprüfer so durchgeprüft, genau in der Reihenfolge, also blau, weiß-blau, orange, grün-weiß, grün-orange und weiß-braun oder braun-weiß und braun. In der Reihenfolge muss der neue Stecker, und die kriegst du auch als Pfennigartikel mittlerweile, muss der neue Stecker drauf gemacht werden. Also können wir den abmachen. So, wir machen den Stecker drauf. Als erstes, wenn wir den fertig drauf gekrimmt haben, haben vergessen, das Teil drauf zu machen, ja. Das wäre blöd. Also zuerst, ist wie beim Schuko-Stecker anschließen, ne? Wenn du die Drähte dran hast, dann fällt dir ein, dass du das Gehäuse noch drauf machen musst, ne? Das ist der sogenannte Lehrlingsfehler, ja. Macht man nur als Lehrling. So, den haben wir drauf. Und jetzt kommt der spannendere Augenblick, nämlich hier ist so ein kleines Plastik-Einfädelteil dabei. Das muss ich euch mal hinterm schwarzen Hintergrund zeigen. Hier. Dieses kleine Teilchen dient dazu, die Adern so einzufädeln, dass sie dann genau da reinpassen. So, Freunde, und wenn man sich das mal genau anguckt, diesen Aderkamm oder wie man den bezeichnen will, ich meine, ich hätte mal das Wort Aderkamm gehört, der hat hier vorne eine kleine Erhebung, ja, das wirkt dann fast wie ein Widerhaken, der dann, wenn die da drauf gesetzt sind, wird das ja mit den Adern, ich zeige es euch mal, mit den Adern, da eingesetzt. Und ich habe mit der Lupe mal da reingeguckt und da ist drin auch ein Haken, sodass das dann blub da reingeht und dass das auch dann drin hängen bleibt. Also würde bedeuten, dass ich anfange mit dem Blau-Weiß-Blauen, ja, wie auf meinem anderen Ende. Mein anderes Ende ist, wenn der Haken unten ist und ich hier auf das Transparente wunderbar drauf gucken kann, dann geht's los mit dem Blau-Weiß-Blauen. Und wir schieben zuerst den Blauen drauf. Dann kommt der Weiß-Blaue. Und da müsst ihr auch drauf achten, dass es wirklich das nächste ist und nicht das übernächste, wie es mir eben zuerst passiert ist. So, dann der Weiß-Blaue. Jetzt habe ich gesagt, Orange-Weiß. Was? Ja, ich weiß. Leute, ohne Lupe wird das nichts, besonders wenn man so ein alter Mann ist wie ich. So, jetzt haben wir die, also ohne dieses Hilfsmittelchen, ohne den Kamm wird das ja überhaupt nicht funktionieren. Hier unten die Abschirmung, die wickel ich mir so da drum. Schneide den Rest ab. Ja, Freunde, ich habe das jetzt, das ist ja ein bisschen mehr wie ein Zentimeter Abstand dazwischen. Jetzt habe ich das schön da reingefummelt und jetzt schneiden wir vorne am Kamm ganz brutal alle auf einmal ab und schieben das jetzt. Die Zange hat hier
unten die Ausnehmung für diesen Verriegelungshaken. Und genau so wird das Ding da reingesteckt. Und schön bis zum Anschlag und einfach verpresst. So, das war's schon. Und jetzt haben wir hier unseren Haken. Muss man natürlich hier diesen Knickschutz so hindrehen, dass der genau da drüber passt. Jetzt haben wir einen neuen Stecker dran. Und jetzt kommt der spannende Augenblick für unser Prüfgerät. Und das ist enorm viel wert, wenn du hier so ein Gerätchen hast, wo man gucken kann, ob der Mist, den wir gerade gebaut haben, auch funktioniert. Ne? Und wir schalten die Prüfung ein und er prüft sie alle durch. Und das geht alles synchron. Also funktioniert das Kabel. So, dann schneiden wir die alle mal hier so bündig ab. Und jetzt muss ich sie genauso da rein friemeln. So, so müssen sie da rein. Und so rum. Und die rutschten richtig gut rein. Die rutschten richtig gut rein. Und wir setzen das Ding bis zum Anschlag rein. Und wichtig ist es, dass der so weit sitzt, damit hier dieses Blech die Goldkontakte da reinpressen kann. Und hat Klick gemacht. Machen wir nochmal den Test. Einschalten. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also funktioniert, ne? Wenn man das nicht so oft gemacht hat, dann muss man damit rechnen, dass man mal so ein paar Fehlversuche hat. Und die Fehlversuche, die kannst du wunderbar mit dem Gerätchen überprüfen. Man kann das natürlich auch überprüfen mit einem Durchgangsprüfgerät, mit einem Multimeter, ja, und muss halt hier auf die 1 gehen. Ich zeige euch das. Hier auf die 1 und da auf die 1 und da muss das Ding auch piepsen, ja. Den Schutz da noch drüber machen. So, jetzt ist das Kabel fertig und ich danke euch für die Aufmerksamkeit und schaltet mich wieder ein zu meiner nächsten Bastelei und ich sage mir immer, bye bye, sagt der Bastelei.